willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar möchte ich dieses Jahr mal ausprobieren, mit ganz natürlichen Produkten Eier einzufärben. Heute probieren meine Tochter und ich rote Beete aus. Ich habe leider keine frische rote Beete bekommen. Dementsprechend habe ich so abgepackte genommen, wo hier aber auch schon Saft mit bei ist. Ich denke mal, das ist ganz gut, weil es muss sehr konzentriert sein, damit die Farbe auch richtig einzieht bei den Eiern. Ja, alles, was ihr benötigt, in dem Fall ist ein Brett, ein Messer, rote Beete, ein Topf, Wasser und ausgepustete Eier. Ja, erstmal macht man natürlich das Paket auf. Hier mache ich dann die Flüssigkeit schon mal in den Topf. Ich empfehle euch immer, wenn ihr das mit Kindern macht, zieht euren Kindern alte Klamotten an. Wir ziehen nicht gleich um, Mäuschen. So, die rote Beete schneide ich dann einfach in kleinere Stücke. Ich könnte mir vorstellen, dass frische rote Beete sogar noch etwas intensiver von der Farbe ist. Weil ich befürchte fast, dass diese schon ausgekocht ist. Aber gut, das werden wir am Ende sehen. Ich schneide jetzt hier einfach mal die gesamte rote Beete auf. Wenn ihr noch andere Ideen oder Vorschläge habt, kommentiert gerne mal. So, wenn die gesamte rote Beete aufgeschnitten ist, kippe ich jetzt hier, das sind jetzt 600 Milliliter, ich weiß aber nicht, ob das genügend ist, drüber und setze das Ganze dann, ja, ich denke mal so eine Stunde, anderthalb auf, aber da halte ich euch dann nachher noch auf dem Laufenden. Dann bis gleich. Gehört. Wir sind wieder da. Und zwar habe ich das jetzt ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden kochen lassen, habe das jetzt in ein Behältnis umgefüllt. Nicht unbedingt aus Plastik nehmen. Ich hoffe, es schmilzt jetzt nicht. Und habe nur die Flüssigkeit ohne die rote Beete umgefüllt. Ja, das Problem ist, die Eier sind hohl. Das heißt, die müssen sich erst komplett mit Flüssigkeit vollsaugen, damit sie sozusagen unter Wasser bleiben, oder ihr haltet sie wirklich 10-15 Minuten komplett darunter, weil ihr seht, die kommen wieder hoch. Ja, ihr könnt sie auch in eine Tüte packen mit der Flüssigkeit oder auch gekochte Eier nehmen und die dann in kaltes Wasser einlegen, weil die schwimmen natürlich dann automatisch unten. Ja, ich befürchte fast, dass ich das Ganze jetzt wirklich 15 Minuten unter Wasser halten muss. Was natürlich nicht so eine tolle Idee wäre. Weil eigentlich wollte ich euch noch eine zweite Möglichkeit oder eine Möglichkeit. Ich probiere das ja alles selber erst nebenbei mit aus. Aber es ist natürlich eine tolle Alternative zu normalen Eierfärbemitteln.
weil es natürlich halt wirklich einfache Natur ist. Und ihr seht, sie nehmen auch ganz toll die Farbe schon nach ein paar Minuten an. Stört mich jetzt natürlich so ein bisschen. Meine Tochter turnt jetzt hier rum. Stört mich jetzt natürlich so ein bisschen, dass die sich auch nicht vollsaugen und nicht unter der Flüssigkeit bleiben. So, ich gebe dir das jetzt mal. Drück das mal bitte vorsichtig mit dem Löffel unter. Na, aber vorsichtig, nicht, dass du das Ei zerstörst. So, die weitere Möglichkeit, die ich euch jetzt zeigen wollte und ausprobieren wollte. Den Löffel hat meine Tochter. Ist nochmal ein anderes Behältnis zu nehmen und dort noch den restlichen Sud. Vorsichtig, Mäuschen. Aber das steht hier nicht unter. Das macht nichts. Einfach vorsichtig. Und ein paar rote Beetescheiben zu nehmen. Ich nehme jetzt einfach ein paar mehr. Und die ganzen püriere ich nun. Das schalte ich euch mal aus, weil ja, sonst könnt ihr euch die Ohren zuhalten. Also, ich habe jetzt die rote Beete püriert und packe dort jetzt auch noch mal ein ausgepustetes Ei rein und bedecke das sozusagen mit dem rote Beete-Mus. Mal gucken, ob es in irgendeine bestimmte Musterung gibt oder. Ich bin gespannt, ob es überhaupt färbt. Also ich habe jetzt hier kein Wasser mehr hinzugemacht. Und das Ganze lasse ich jetzt auch, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten mal stehen und gucke mir das Ganze dann an. In der Zeit drücken meine Tochter und ich das Ei weiter runter und dann gucken wir uns gleich beide Ergebnisse nochmal an. Also, das ist ja das Ei gewesen, was wir in die rote Beete-Flüssigkeit eingelegt haben. Jetzt hole ich einmal das aus dem Mousse heraus. Aber so wie ich das sehe, gibt es dort keine besondere Musterung. Sieht ein wenig, ja, schattierter aus, würde ich jetzt behaupten. Aber wie gesagt, ich persönlich muss sagen, die rote Beete, also zumindest die vorgekochte, eingeschweißte, ja, würde bei mir jetzt aus den Favoriten auf jeden Fall rausfallen. Ja, das war's dann mit dem ersten Video mit der rote Beete und den Eiern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert mich, lasst ein Abo da. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.